Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zum Digital Breakfast. Ihr wisst ja immer Dienstags und Freitags seit diesem Jahr. Ähm, ich freue mich vor allen Dingen auch ähm, über die Wiederholungstäter, aber ich freue mich natürlich auch über viele, viele neue Gesichter. Und ich habe es vorhin schon im inoffiziellen Teil auch so ein bisschen angedeutet, wir sind bunt und vielfältig. Und äh, wenn man verschiedene spezielle Themen macht, kriegt man auch verschiedene. Teilnehmer, und ich finde es einfach äh, grandios, ähm, weil da auch dann ähm, ja viel entstehen kann. Ja, ich darf euch recht herzlich begrüßen. Schön, dass ihr dabei seid. Und wir haben ein, ein Thema. Ähm, ja, ich will ja mal, ich sag jetzt einfach mal, vielleicht Nischenthema. Ja, also vielleicht nie oder es ist ein Nischenthema noch. Ich glaube, das wird ein, ein ganz, eine ganz andere Rolle noch einnehmen in Zukunft. Ja, ähm, und äh, also deswegen äh, auch in Anführungszeichen ein bisschen weniger Teilnehmer. Wir hatten auch schon Veranstaltungen mit 302-Teilnehmern. Das war dann kein Nischenthema, ja. Also da seht ihr einfach mal so ein bisschen auch die, die Bandbreite. Und ähm, ja, wie, kam, wie kommt sowas zustande? Das, das kommt halt irgendwie über die Community, die wir mittlerweile haben, äh, über die Valerie, die Valerie, die, die schneidet unsere Podcasts und die ist irgendwie auf Martin mal aufmerksam geworden und hat gesagt, Mensch, Thomas, ähm, sprech mal mit dem, ja? und dann waren wir uns auch äh, relativ schnell einig und sympathisch, glaube ich auch und äh, also es ging dann auch rucki zucki und ich freue mich riesig, dass der Martin da ist, ja? ähm, Ich sage jetzt mal so ein bisschen ordinär, äh, wie man so manchmal auch in der Technik spricht. Geiler Scheiß, ja. Also der macht echt coole Sachen und wir werden heute auch einiges, auch einiges äh, von ihm an, an äh, Use Cases, also nicht Showcases, sondern Use Cases. Er wird einiges zeigen. Und ich weiß nicht, vielleicht hat der ein oder andere schon den, äh, den Podcast gehört. Ja, ähm, da haben wir auch, haben wir es auch hingekriegt, äh, so, ein, so ein Raumgefühl zu vermitteln. Und alle die, die noch kein Headset auf haben, vielleicht mal ein bisschen äh, in der Schublade krusteln oder so, ja, gucken, ob, ob ihr noch ein Headset findet, ja, weil ähm, das nimmt ihr halt auch nur auf dem Headset dann so richtig wahr. Ja, ähm, also das ist so äh, mein Tipp an euch. Äh, guckt mal, ob ihr noch ein Headset auftreiben könnt. Ähm, also er wird dann. Ich weiß jetzt nicht genau den Aufbau, was er so macht, ähm, <laughs> aber er wird wahrscheinlich mehrere Use-Cases machen. Also könnt ihr dann euch schon mal, ähm, wie soll ich sagen, aufmunitionieren. Ja? So, Martin, genug der Vorrede. Wir freuen uns auf dich. Es ist deine Bühne. <laughs> Wunderbar. Vielen Dank, Thomas, dass ich dabei sein kann. Mein spezielles, nischiges Thema äh, doch relativ vielen Leuten hier äh, präsentieren kann. Äh, du sagst immer, ja, ja, es sind weniger als sonst, aber die, die da sind, interessieren sich dafür umso mehr dafür und hatten wahrscheinlich schon erste Touchpoints und wollen jetzt, sind da angefixt und das auch vollkommen zurecht. Äh, deswegen, ich glaube, du musst mir noch die Hostrechte geben, dass ich auch mein Bildschirm teilen kann oder ich kann das jetzt schon. Nein, das funktioniert. Oder? Oh, Teilnehmer können jetzt ihren Bildschirm sehen, das ist doch gut. Und wenn ich jetzt noch die Präsentation zeige, dann solltet ihr eine ganz tolle PowerPoint-Präsentation haben. Aber keine Angst, das passt, wird jetzt passt, kein 60-minütiger Frontalvortrag, sondern ich habe es natürlich gespickt mit Live-Demos, die gestern überhaupt nicht funktioniert haben. <laughs> Deswegen, ich mal schauen, wie es heute ist. Und ähm, auch so ein paar andere Beispiele. Also, es gibt viel auf die Ohren. Die ersten haben schon ihre Kopfhörer gezückt. Das ist auch vollkommen zu Recht, weil Zoom ermöglicht zumindest äh, eine Stereo-Wiedergabe, wenn man da sich so ein bisschen reinhackt. Also, wir missbrauchen gerade Zoom für ganz spezielle Zwecke, aber es funktioniert eigentlich vom Prinzip. Und sonst einfach im Nachgang reinhören oder auf meiner Homepage gibt es auch genügend Demos zu dem Thema. Deswegen, ja, 3D-Audio, Raumklang, was ist das eigentlich? Fangen wir vielleicht erstmal an, wer bin ich eigentlich? Und ähm, jetzt muss ich hier. Weiterdrücken, so geht das wunderbar. Ich mache es, ich mach's kurz. So, ja, die, sonst lest einfach auf LinkedIn nach. Ihr seid ja vor allem wegen dem Ton, dann nicht unbedingt wegen mir, aber ich mache tatsächlich, wie wahrscheinlich fast niemand im deutschsprachigen Raum, seit über fünf Jahren mittlerweile nur solche immersiven Projekte, wie es heißt. Das 3D-Audio wird auch gerne immersives Audio genannt. Wieso das so ist und was immersiv überhaupt bedeutet, dazu komme ich gleich noch. Und habe da wirklich die verschiedensten Projekte gemacht äh, für die üblichen verdächtigen Automobilhersteller von 360 wie zu VR-Produktion, Augmented Reality, das sind so diese ganzen Schlagwörter, die ich jetzt mal in diesen 3D-Audio-Kosmos äh, Kosmos zuordnen wollte und dann bin ich eben in den entsprechenden Berufsverbänden wie dem XR Bavaria, das ist so die Berufsvereinigung der VR- und AR-Experten, also Virtual Reality und Augmented Reality, dann Audio Engineering Society, da hat sich schon jemand hier geoutet, dass, dass man mich daher eventuell kennt und bin da recht umtriebig, weil ich gemerkt habe, schade eigentlich, dass Tonleute so selten in den Vordergrund gehen und äh, das liegt auch irgendwie in meiner Natur zu sagen, ja, ich höre mir mal lieber an und sitze dann am Pult und mache dann dieses nerdige Zeug mit den, mit den Reglern, wo niemand versteht, wofür die ganzen Knöpfe eigentlich sind. Aber denk mir, hm, wenn man es macht, dann äh, so richtig, und das versuche ich hiermit, äh, den Ton auch wirklich an die Leute zu bringen, weil am Ende des Tages, was nutzt es, wenn ich verstehe, was dieser tolle Ton ist, aber die Leute da draußen nicht. Und wir sind gerade echt in dieser Übergangsphase, dass das Thema sehr neu ist und noch keiner so wirklich heißt. ja, was mache ich denn jetzt damit? Und äh, genau diese Frage versuche ich heute für euch ein bisschen zu beantworten. Das heißt, was mache ich eigentlich den ganzen Tag? Sind tatsächlich irgendwelche Aufnahmen auf der ganzen Welt mit verrückt aus Mikrofonen. Sitzt dann hier im Studio, macht die Postproduktion mal mit VR-Brillen, mal ohne VR-Brillen. Aber redet doch einfach gerne drüber, ähm, weil sonst, wie gesagt, was nutzt es, wenn ich das alles weiß, ihr ja, aber nicht? Fangen wir mal drei Schritte zurück an. Wieso ist Sound eigentlich so toll? Wieso bin ich da so fasziniert? Wieso bin ich so ein Mensch, der gerne hört? Und das hat mal so ganz biologische Gründe, wenn man sich überlegt: ich kann meine Augen schließen, aber meine Ohren nicht. Und wenn man mal drüber nachdenkt, merkt man so, hey, das, das ändert eigentlich komplett, wie wir unsere Welt wahrnehmen, weil es wird oft gerne der Ton mit dem Bild verglichen, gerade wenn es um Filme geht. Da sagt man, ja, Ton ist vielleicht nicht so wichtig, man muss es sehen und überhaupt. Aber was ist, wenn man mal nichts sieht? Und das merkt man spätestens, wenn man irgendwie nachts im Bett liegt und der Nachbar irgendeine Party feiert und man merkt, man kann die Ohren nicht abstellen. Man hört immer noch, dass da irgendwie der Bass durch die Wände drückt, auch wenn man sich jetzt Oropax oder so reinsteckt. Und das ist allein so ein, so ein fundamentaler Unterschied, äh, wie, wieso der Hörsinn auch ganz anders funktioniert als unsere Augen. Und hier zweiter Fun Fact ist, es gibt keine Stille. Und wenn wir mal zwei Sekunden ganz leise sind, irgendwas hört man trotzdem. Also entweder ist es die Heizung oder man hört draußen Straßenverkehr oder man hat irgendwelche anderen Geräusche im Raum, die man erstmal irgendwie ignoriert. Und das ist so ein bisschen das Fiese auch an den Ohren dass sie gerne mal ausblenden, was wir eigentlich hören. Und versucht rauszufiltern, ja, was sind denn jetzt überhaupt wichtige Informationen? Zum Beispiel kennt man das, wenn man ein Flugzeug betritt, am Anfang ist der Motorenlärm so voll laut, aber irgendwie nach einer Stunde hat man sich komplett daran gewöhnt und dann ist es überhaupt kein Problem mehr. Und das kann super praktisch sein für uns, dass wir nicht immer die Töne unbedingt hören, die für uns auch gar nicht relevant sind, aber es kann eben auch fies sein, wenn man die Sachen überhört, die eigentlich wichtig sind. Was kann Ton eigentlich noch Tolles? Und das wissen wir alle von irgendwelchen Filmen mit äh, epischer, trauriger, lustiger Musik, dass wir uns emotional wahnsinnig durch den Sound lenken lassen. Und zwar so, wie es das Bild wahrscheinlich nicht so gut kann. Wir wissen unmittelbar. Wie ist diese Emotion? Und das in ein Bild zu fassen, wie sieht Emotion aus, ist gar nicht, ist, ist ganz schön schwierig. Aber bei Musik tut es manchmal irgendwie ein Dur-Akkord oder ein Moll-Akkord, dass man weiß, okay, das soll jetzt traurig sein oder das soll jetzt irgendwie fröhlich sein. Und äh, das gibt einem auch eine riesige Palette an. An, an Möglichkeiten eben auch in der, in der Produktentwicklung und äh, ja, was ich ganz gerne sage, es wird auch schneller verarbeitet. Jeder kennt das, wenn man einen Krankenwagen hört, man erschrickt so halb und man weiß sofort, okay, hier ist irgendwo Gefahr. Aber stellt euch vor, okay, wie würden euch eure Augen das sagen, dass hier jetzt um euch herum irgendwas ist? So, ja, es gibt das Blaulicht, aber wenn, wenn das halt hinter euch ist, dann seht ihr es wahrscheinlich eher schlecht. Und ähm, die, die Ohren sind super darin, uns so die Grundstimmung äh, zu verraten. Man kennt das vielleicht, wenn man in einen Meetingraum geht und man merkt, irgendwas ist anders. Es sitzen zwar alle so da wie immer, aber irgendwas ist anders. Und manchmal sind alle irgendwie still und man merkt, oh, oh gerade ist irgendwas passiert und ich weiß es nicht. Und das ist so dieses Subtile, was ich spannend finde, dass die Ohren da, ja, uns die ganze Zeit irgendwie versuchen zu vermitteln, ah, hier stimmt was nicht. Oder wer Kinder hat, weiß, so wenn die Kids im Nebenraum spielen und auf einmal ganz still sind, dann stimmt irgendwas nicht. Irgendwas hacken sie aus. Und da kann man auch Informationen vermitteln, ohne dass jetzt großartig was passiert. Ja, und was auch gerade ein Riesenthema wird, äh, ist, wie, wie klingen eigentlich Marken? Und ich, da kann, könnte man auch noch mal eine Stunde drüber reden. Ich versuche es kurz zu machen. Man sieht zum Beispiel, dass dicke Firmen, 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 Firmen wie Audi sich komplett überlegt haben, wie klingt die, die Marke. Jeder kennt diesen Dudum, diesen Heartbeat, wie sie ihn nennen. Haben da auch wahnsinnig viel Geld auszugeben, äh, ausgegeben, um zu schauen, wie, wie, ja, wie was für Musik nutzen wir überhaupt? Und ich habe auch selber mal viel für die gearbeitet und die haben halt wirklich so einen 40-seitigen Katalog, welche Akkorde darf man nutzen und welche nicht? Und welche Instrumente darf man nutzen und welche nicht? Weil die sich wirklich haargenau überlegt haben: Nee, das geht durch und das nicht. Und das ist bei diesen ganzen großen Firmen wie Apple nicht anders. Jeder weiß, wie es klingt, wenn man ein iPhone entsperrt, wenn man den Mac hochfährt, etc. etc. Und so schafft man wirklich ein, ja, ein überdimensionales Bild der Marke, die eben nicht nur so, okay, so sieht sie aus, sondern so klingt sie und vor allem so spürst du sie auch, so fühlt sich eine Marke an. Und so kannst du sie eben sehr hochwertig auch klingen lassen, wenn du die entsprechenden Töne nutzt. So, jetzt aber 3D-Audio. Wer kennt's nicht, äh, gerne die Frage in die Runde, wer hat schon mal davon gehört? Die Handzeichen, okay, es sind, es sind so die allermeisten. Ja, und das, das Problem ist, in Anführungszeichen, es gibt sehr viele Begriffe, Begriffe. Wir haben es jetzt mal Raumklang genannt, weil das irgendwie im deutschsprachigen Raum eher ein Ding zu sein scheint. In England nennt man Spatial Audio. Ähm, ich nenne es eigentlich ganz gerne 3D-Audio, weil das beschreibt am besten, was passiert. Denn es entspricht unseren natürlichen Hörgewohnheiten. Was bedeutet das? Naja, wir haben, wenn wir mal die Kopfhörer absetzen würden, äh, wir haben schon immer gelernt, wie es klingt, wenn ein Auto von hinten nach vorne rechts vorbeifährt. Und Genau diesen räumlichen Eindruck versuchen wir jetzt über Kopfhörer oder eben auch über ganz viele Lautsprecher oder sogar nur über wenige Lautsprecher äh, neu herzustellen. Und das kann man auch noch gar nicht so lange. Also, es hat ja irgendwie alles mit Mono angefangen und dann gab es Stereo. Und dann ist es sehr, sehr lange Stereo geblieben und hat doch immer noch seine Daseinsberechtigung. Aber es gibt Anwendungen, wo man denkt: Moment, wäre es hier nicht schön, wenn, wenn das wirklich genauso klingt, als würde man zum Beispiel im Wald stehen oder am Meer sitzen. Und diesen Eindruck können halt Lautsprecher nicht so wirklich wiedergeben es sind dann einfach Punktschallquellen, dass links und rechts halt Schall ausgesendet wird, aber jeder weiß, wie es klingt, wenn man am Meer ist, da kommt so wie so eine Schallfront so ganz angenehm auf einen zu und wenn man da noch eine Meeresbrise hat, dann ist das dann super immersiv, würde man sagen, da kann man wirklich die Augen zumachen und, und, und sich vorstellen, als wäre man da auch in einer anderen Welt. Was hier noch ein Großer Unterschied ist biologisch so, wir hören immer 360 Grad, aber wir sehen so maximal 80, 180, wahrscheinlich eher so 90 Grad. Das heißt, ich würde hören, wenn jetzt mein Kollege hier in mein Studio reinplatzt und, und, und den Talk hier stört, aber ich könnte es nicht sehen. Ich, die Ohren sagen mir erst so, ah, da passiert hinter mir irgendwas und dreh dich mal um. Und gerade das ist wahnsinnig wichtig, auch im VR-Bereich, wenn man so eine Datenbrille aufhat dass man die Leute wirklich intuitiv durch diese Szenerie führt und sie nicht irgendwo hingucken, wo überhaupt nichts passiert, sondern die ganze Story eigentlich hinter einem ist. Und allein das zeigt, wie viel Mehrwert in diesen 3D-Audio stecken kann, wenn du wirklich die Leute den Informationen geben kannst, die sie durch ein Stereo nicht bekommen würden. Oder auch durch das Bild. Und da fällt eben gerne dieses, dieses Stichwort immersiv. Das ist das Eintauchen in eine, das kann eine digitale Realität sein oder virtuelle Realität. Da stammt dieser Begriff äh, ursprünglich her. Da nutzt ihn gerade jeder. Das ist so immersiv. Aber es ist schon sehr krass, wenn man merkt, wenn Leute eine VR-Brille aufhaben, die sind teilweise weg. Ich kann die zum Teil nicht mehr ansprechen, weil sie so in, mit den Augen da in irgendeiner Welt äh, reingucken. Und. Ähm, alles um sich herum vergessen, vergessen, dass sie hier im Studio sind. Und ähm, das zeigt, wie viel Power eigentlich diese neuen immersiven Medien haben, weil das Hirn muss nicht ständig nachdenken: Ah, ja, richtig, ich gucke ja gerade nur auf den Bildschirm, es ist ja nur ein Film. Oder dass man hört, so, ja, klar, es sind jetzt zwei Lautsprecher, ich bin jetzt hier gar nicht in, in einer Gefahr. Aber wenn der Ton auf einmal um einen herum ist oder auch das Bild um einen herum passiert, macht das was mit dem Hirn, weil so, so muss das Hirn ja, diese Informationen nicht erstmal umwandeln, sondern kann sich da einfach vorstellen. Lassen. Dann schauen wir uns mal, wenn es Fragen dazu gibt, unterbricht mich jede Zeit. Ich neige dazu, sonst labern zu kommen und dann bin ich nicht mehr zu bremsen. Aber wenn es irgendwelche Zwischenfragen gibt, schreibt es einfach in den Chat oder so, oder Thomas moderiert das dann auch alles. Und dann kann man ganz entspannt weitermachen. Ja, das Thema 3D-Audios, wenn man mal, wenn man mal ehrlich ist, gar nicht so neu, weil ich weiß, das wird in der Tonmeister-Szene schon seit Jahrzehnten gefühlt diskutiert. Und es gab ja schon Surround, ja, mit mehreren Lautsprechern. Und das ist schon alles spannend, keine Frage. Wenn man das mal bei sich zu Hause hat, ist das schon cool. Aber ganz ehrlich, wer hat mehr als zwei Lautsprecher bei sich zu Hause? Und das ist so einer der Gründe, wieso sich das ganze Surround-Ding diese so wirklich durchgesetzt hat, weil ja, es, es braucht Kabellage, du brauchst wirklich halt fünf oder mehr Lautsprecher und mit 3D brauchst du jetzt noch Lautsprecher an den Decken, dass der Ton auch von oben kommen kann und eigentlich braucht man einen Haufen Lautsprecher und einen Haufen Geld und einen Haufen Platz und das ist leider für den Konsumenten nicht so ganz äh, praktikabel. Deswegen ist das im Kino ein Ding und deswegen gehen wir ja auch wohl gerne ins Kino, weil man denkt sich schon, ha, das Sound ist schon fett, fair enough, möchte ich gar nicht schlecht reden, aber was mich eher fasziniert, ist das Ganze, was gerade auf Kopf. Kopfhörern passiert Und auf einmal wird dieses Thema 3D-Audio zugänglich für Kopfhörer. Und zwar jeder hat Kopfhörer. Deswegen ähm, nochmal zum Mitschreiben. Man braucht keine besonderen Kopfhörer, es reichen wirklich ganz normale Stereo-Kopfhörer. Und ähm, um euch das zu beweisen, habe ich hier ein verrückt aussehendes Mikrofon. Äh, lasst, lasst euch von der lustigen Form nicht irritieren. Ich, genau, stellts mal hier so hin. Das ist ein Kunstkopf. Die allermeisten Leute haben vielleicht schon mal davon gehört. Und das imitiert letztendlich, wie wir Menschen Ton wahrnehmen, weil ähm, es hat zwei Ohren. In diesem Fall sogar acht Ohren. Das hat nördige Gründe, die ich euch jetzt mal erspare. Aber wir tun jetzt mal so, als hätte das Ding nur zwei. Und es schaut gerade in diese Richtung rein. Und wie ihr seht, es hat wirklich physische Ohren. Und in den Ohren sind Mikrofone, quasi dort, wo unser Trommelfell wäre. Und damit wird der Ton technisch Genauso wahrgenommen, wie wir Menschen ihn hören. Und wenn man dieses Schallsignal dann direkt auf die Ohren gibt, deswegen funktioniert das nicht über Lautsprecher, weil da hat man dann wieder diese Distanz, deswegen muss das direkt auf die Ohren. Aber trotzdem hat man das Gefühl von Räumlichkeit. Und wenn nicht alle Stricke reißen, schalte ich jetzt um. Und jetzt müsstet ihr das Gefühl haben, mit mir hier im Studio zu sein. Thomas, du kannst es mir gerne kurz bestätigen, ob ja. das funktioniert. Wunderbar, weil dann kann ich jetzt von rechts zum Beispiel in euer Ohr sprechen oder ich gehe hier mal ein bisschen rum und bin hier von links und stolper hier über irgendwelche Sachen drüber. Und äh, nachdem wir hier das Digital Breakfast sind, äh, habe ich natürlich noch irgendwie so eine Thermoskanne und schenke mir mal ein bisschen Tee ein. Und man gewöhnt sich wahrscheinlich relativ schnell an diesen räumlichen Eindruck. Ihr habt jetzt vielmehr das Gefühl, dass der Ton von außen kommt, obwohl ihr Kopfhörer tragt. Und das ist eben das Besondere, weil wenn ich mal zurückschalte auf dieses Mikrofon, dann äh, habt ihr zwar auch das Gefühl, okay, jetzt gehe ich weiter weg und jetzt gehe ich näher dran, aber ihr habt jetzt nie das Gefühl, so, wow, ich komme jetzt irgendwie von der Seite. Und äh, das ist, was ich so magisch finde, dass man eigentlich mit recht wenig Aufwand ähm, diesen Klangeindruck über Kopfhörer erzeugen kann. Und das ist, was mich so fasziniert hat vor über fünf Jahren, wo ich gesagt habe, so, okay, was gibt es denn dann noch für Möglichkeiten? Und das ist jetzt eine Technologie, die ist schon 100 Jahre alt. Das habe ich jetzt nicht erfunden. Das ist schon total lange ein Ding. Die Tonleute kennen es. Das wird gerne so für Vermessungszwecke genommen. Ähm, aber was kann man denn eigentlich für äh, auch mehrwertbringende Inhalte fassen? Das ist so die Frage, die ich mir stelle. Und... Ähm, so viel dazu, ich switche jetzt mal wieder zurück, damit ihr mich nicht die ganze Zeit von rechts hört. Und wahrscheinlich fragt ihr euch ja, okay, aber wieso ist denn jetzt das Thema Sound so im Kommen? Wieso 3D-Audio? Wieso jetzt, wenn diesen Kunstkopf, wieso? Das gibt es ja schon seit Jahrzehnten. Und fun fact: es gab auch. Früher ähm, Schallplatten mit binauralem Audio. Das finde ich immer noch total verrückt, dass halt Leute gesagt haben, wir stellen so einen Kunstkopf in ein Konzerthaus, damit es für die Leute dann später über Kopfhörer so klingt, als wären sie da gewesen. Und das ist auch eigentlich ein cooles Geschäftsmodell. Aber wie ihr merkt, hat sich nicht so wirklich durchgesetzt. Ist auch gar nicht so schlimm, ähm, weil damals hatten die Leute einfach nicht so viel Kopfhörer wie heute. Jeder hat heutzutage Kopfhörer und wir nutzen sie auch unterwegs. Also. Ja, man hat das Medium, was man dafür braucht, schon dabei, weil der Ton halt immer so umgewandelt wird. Wir haben hier nur zwei Ohren und zwei Ohren sind vollkommen ausreichend, um dreidimensional zu hören. Dann boomen auch aktuell diese ganzen Audio-Themen. Ich drop mal ein paar Smart-Speaker, Podcasts, Musikstreaming. Wir konsumieren wahnsinnig viel Audio heutzutage. Und wenn man das mal vergleicht, früher war ja das einzige Audio-Medium eigentlich Radio und Fernsehen gab es halt immer mit Bild, aber dass man sagt, man hat ein reines Audiomedium, das gibt es auch gar nicht so lange. Also da ist auch sehr viel passiert. Und jetzt ist eben auch auf der Technikseite was passiert, was relativ neu ist. Hier ist mal exemplarisch ein solches Produkt. Und das kann wirklich in Echtzeit diese Berechnung machen. Wie müsste ein virtuelles Schallsignal im 3D-Raum klingen, damit das jetzt äh, so wirkt, als würde es vor euch kommen. Das heißt, diesen Kunstkopf braucht man eigentlich gar nicht mehr. Es ist halt super praktisch, um mal schnell irgendwie euch zu zeigen, wie das funktioniert. Aber digital passiert gerade eben diese ganze Berechnung softwareseitig und die ist natürlich, wie ihr euch vorstellen könnt, immer in Echtzeit zu berechnen. Wie klingt dieses Cello jetzt vorne links und wie ist das, wenn du deinen Kopf drehst und so? Das ist schon sehr prozessorlastig, aber mittlerweile kann man das auf jedem Smartphone rendern und dann ist es jetzt kein Problem mehr. Und mittlerweile klingen diese Algorithmen so gut, dass man sagt so, hey, lass doch mal was damit machen. Und die Frage ist, was macht man denn eigentlich aktuell damit? Ein Beispiel habe ich schon genannt. Und zwar, das ist klar, man kann das dann auf Lautsprecher nutzen, dass man sagt, so, hey, man lässt im Kino einen Hubschrauber von hinten nach vorne über die Decke fliegen und so. Und das ist ein cooler Effekt, gar keine Frage. Also das, das macht ja schon Spaß, ins Kino zu gehen, wenn alles um einen herum explodiert oder was auch immer. Aber für mich ist es immer, wo ich mir denke, so, ja, aber der Film hätte ja auch als Stereo funktioniert. Ich meine, ich gucke ja immer nur nach vorne. So, dass da jetzt von hinten was kommt, man will ja auch die Leute eigentlich gar nicht ablenken. Deswegen, wenn ihr mal darauf achtet, das wird sehr subtil genutzt eigentlich im Kino. Höchstens, wenn man so ein Action-Shot ist, dann, dann macht man da so, so fancy äh, Soundeffekte. Aber sonst passiert ja eigentlich der ganze Ton irgendwie in der Mitte vorne. Und das ist halt eben der Dialog. Und deswegen bin ich da so ein bisschen, ja, es ist schon cool. Aber eigentlich hat 3D-Audio viel mehr Mehrwert, wenn man mal den Spieß umdreht. Und dann kommt man sehr schnell in die diese Musikrichtung, wo man das Visuelle komplett streicht und sagt, okay, wie kann man wirklich nur mit Sound den Leuten eine coole Experience geben und ich meine, jeder hört ja irgendwie gerne Musik und hat da äh, besondere Vorlieben und da passiert gerade auch sehr viel, dass die Leute wirklich versuchen, wie klingt ein Live-Konzert, wenn nicht nur die Beschallung von vorne kommt, sondern auch von hinten, dass du eher das Gefühl hast, von der Band um dich herum ähm, beschallt zu werden, als, hätt, als würdest du in der Musik sitzen und als würdest du nicht nur frontal beschallt werden. Da passiert auch gerade sehr viel auf einschlägigen äh, Streaming-Plattformen, da gehe ich später äh, nochmal äh, drauf ein und ja, die, die man gerne als die Nerds bezeichnet, aber die eigentlich viel besser wissen, wie das alles funktioniert, sind eben die Gamer, weil die schon längst wissen, dass das total der Vorteil ist, wenn ich in einem Ego-Shooter höre, hey, da kommt gleich ein Gegner von hinten, jetzt drehe ich mich um und knall ihn ab. So, das würde ein Gamer sagen. Äh, und da hat auf jeden Fall 3D-Audio auch einen Mehrwert und das ist, hat jetzt vielleicht mit unserer Industrie gar nicht so viel zu tun, aber man merkt so, ah, eigentlich passiert 3D-Audio schon in ganz anderen Bereichen, aber wir kriegen das noch gar nicht so mit, weil wir eben in unserer Blase stecken. Und deswegen experimentiere ich da gerade in den verschiedensten äh, Branchen herum, weil jeder denkt noch mal ganz anders über den Ton und da ergeben sich gerade sehr nischige, aber spannende äh, Anwendungen. Und wie immer äh, hat das Internet da schon einen Schritt voraus. Hier sind jetzt mal ein paar Beispiele. Ich, ich kürze es kurz ab. Macht euch sonst gerne einen Screenshot und guckt euch die Videos im Nachhinein an. Da gibt es äh, sehr fragwürdige Sachen wie ASMR. weiß nicht, ob davon jemand schon mal gehört hat, aber letztendlich sind das meistens junge, gut aussehende Frauen, die solche Mikrofone. Ich nenne es mal Missbrauchen. Also sie flüstern wirklich so ganz krass ins Ohr oder äh, berühren es oder lecken es halt so halt ab, äh, halb ab. Aber das hat trotzdem Millionen von Views. Also das ist ein Ding, was äh, halt auf YouTube ganz normal ist. Also auf YouTube, wenn man ASMR eingibt, dann findest du zigtausende Videos mit hunderten Millionen von Views. Aber irgendwie in der professionellen Riege ist es noch nicht so wirklich angekommen, dass es da eigentlich totales Thema gibt. Genauso mit 8D. Ich, ich lasse es einfach mal so stehen, da ist jemand auf die Idee gekommen, man könnte ja Musik einfach so um den Kopf kreisen lassen die ganze Zeit. Klingt total bescheuert, aber es, es funktioniert. Und auf einmal vergessen die Leute, dass sie Kopfhörer tragen. Und das ist, wo diese Magie drin ist in 3D-Audio, dass man den Ton von außen wahrnimmt, obwohl man Kopfhörer trägt. Und das war eben technisch davor mit Stereo so nicht möglich. Aber es gibt auch gute Beispiele. Der Virtual Barbershop kennt wahrscheinlich jeder Tonmensch. Und da hat man auch mal so einen Kunstkopf genommen, aber gesagt: so, Hey, wir könnten eine coole Story damit ausschauen. Und da ist halt jemand hin gegangen mit einer Schere und, und tut so, als würde er dir die Haare schneiden und es klingt ja wirklich genauso, als wäre man beim Friseur und da passiert eben dieses, dieses Spannende, wo man Töne, die man vielleicht schon kennt aus seinem Alltag, kombiniert mit äh, neuen Contents und das ist eben das, wo ich das Potenzial von 3D Audio sehe und jetzt nicht unbedingt im Kino und nicht unbedingt in der Musik, sondern einfach, ähm, dass man neue Geschichten und neue Erlebnisse für die Leute schafft. Und da wären wir auch schon beim Thema Podcast. Ich werde es ganz kurz anreißen, wen es interessiert. Ich habe auf meiner Homepage auch so eine Übersicht. Was gibt es denn da schon an Formaten? Da wird eigentlich sehr wenig rumprobiert, muss man sagen. Es gibt so eine Handvoll Formate, die wirklich sagen: Ja, wir machen jetzt einen Podcast in 3D, weil es hört ja eh fast jeder mit Kopfhörern. Also macht ja eigentlich total Sinn. Ich meine, dass da jetzt irgendwie noch fast immer drauf draufgekommen ist, ist für mich immer so fassungslos. Aber klar, woher sollen die Leute wissen, dass 3D-Audio ein Ding ist? Deswegen ist da immer so ein bisschen schwierig, die Brücke herzustellen. Aber ist auch wahnsinnig schwierig, dieses. Das Medium mit einem Mehrwert in eine Story zu packen. Weil ich sage immer, es macht überhaupt keinen Sinn, jetzt zu sagen, wir machen einen Podcast mit diesem Mikrofon und dann kommt halt der eine Sprecher die ganze Zeit von links und der andere die ganze Zeit von rechts und dann klingt es so, als wären wir in einem Tonstudio. Wow, so wo ist der Mehrwert? Der Mehrwert kommt vielleicht, wenn man sagt, man nimmt diesen Kopf und bringt den vielleicht raus. Dass man sagt, man geht in ein Restaurant, hier hat jemand was Neues eröffnet. Und ähm, wie klingt das da eigentlich vor Ort? Und wenn man dann eben diese typische Restaurantatme hat und man macht seine Augen zu und hat wirklich das Gefühl, man ist im Restaurant, das wäre eine coole Anwendung. Deswegen lass das mal sacken. Dann habe ich ja schon groß angespoilert, dass, dass Apple da gerade total mitmischt. Und die machen viele Sachen gut. Und zwar haben die sich jetzt zusammengetan mit Dolby. Das ist ein Name, den kennt man wahrscheinlich. Die haben eben dieses Format vorwiegend für, für Filme. Und haben jetzt gesagt, so hey, wir könnten doch dieses 3D-Audio-Format, was wir im Kino nutzen, auch für Musikproduktionen nutzen. Wie wäre das denn jetzt, wenn man lauter Titel neu mischen würde in 3D-Audio? Und das wird gerade unfassbar viel gemacht. Also es gibt jetzt schon irgendwie über 15.000 Songs und wahnsinnig äh, äh, eine steigende Tendenz, weil auch gerade tausend Tonleute sagen so oh, ich will da mitmischen, ich will da jetzt auch Lautsprecher an die Decke klatschen und dann lasse ich Ton um mich herum kreisen und so und ich denke mir immer so, wie, wieso? Also es, <laughs> es ist irgendwie cool, ja, ich verstehe den Effekt, aber ich denke mir immer, ja, aber ein Stereo ist ja jetzt erstmal nichts kaputt, also wir mögen ja alle Musik, wie sie schon immer in Stereo war und das ist auch auch wirklich wahnsinnig schwierig, diesen Mehrwert rauszukitzeln, weil klar, es hat schon Vorteile, dass man. Musik differenzierter wahrnimmt. Man hört zum Beispiel die Instrumente separat, dadurch, dass sie äh, eben mehr im Raum liegen, die kann man dann schon besser wahrnehmen. Aber auf einmal hat man so eine Räumlichkeit, wo man gar nicht so genau weiß, ha, ist das überhaupt so gut für den Song oder will man den Song nicht voll auf die Ohren haben, wie man es kennt. Und in dieser Phase sind wir eigentlich gerade, dass niemand so genau weiß, so ja, äh, wann klingt 3D eigentlich besser. Ähm, also es gibt halt viele technische Hürden, dass das Erlebnis immer noch nicht so ganz auf Kopfhörern ab äh, ankommt. Aber da wird gerade wahnsinnig viel rum rumexperimentiert. Und es ist auch jetzt schon auf den größten, eben nicht der größten Plattform. Spotify hat noch nichts in der Richtung gemacht, aber es kann sehr gut sein, dass sie dieses Jahr nachziehen. Genau wie Amazon Music letztes Jahr nachgezogen ist, nachdem Apple Music gesagt hat, wir unterstützen das alles. Also ihr merkt, da ist gerade wahnsinnig viel Wirbel drin. Und ähm, ja, einfach mal selber reinhören, sich eine Meinung bilden. Wer zu faul ist, sich eine Meinung zu bilden, kann meine Meinung einfach nachlesen. Ich bin da eigentlich. Größter Enthusiast, sonst würde ich das hier alles nicht machen. Aber auch irgendwo größter Kritiker, weil ich denke, ja, man muss jetzt nicht alles versuchen, in 3D zu bringen, dass es halt, dass ich den 3D-Stempel draufdrucken kann, sondern manchmal ist auch Stereo voll in Ordnung und ähm, auch gar nicht so verkehrt. So, jetzt gehen wir von diesem ganzen Thema Kopfhörer. Okay, schön und gut. Man, man kann das hören. Zum Next-Level-Kopfhörer. Und das ist Head-Tracking. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon kennt. Ihr könnt es euch so ein bisschen vorstellen, wie ihr tragt eine VR-Brille, aber ohne den visuellen Anteil. Das heißt, ihr bewegt euren Kopf und der Sound passt sich an. Und das war eben genau das, was mich so fasziniert hat vor, vor fünf Jahren, wo ich halt VR geguckt habe und dachte mir so, hä, aber müsste sich der Ton nicht auch irgendwie mitdrehen, wie wir es aus der Realität kennen. Und ja, genau das passiert gerade und genau das wird gerade in Kopfhörern eingebaut. Es gibt solche Nerdigen. Head Tracker, das ist, sind dann so Geräte, die tut man auf den Kopfhörer und die sind dann irgendwie mit dem Computer verbunden und, und die, die messen dann, ah, wo schaust du gerade hin? Also es ist ein Gyroskop, und passen dementsprechend die Ton in Echtzeit an. Aber jetzt wird das auch wirklich schon in Kopfhörer reingebaut und zwar in alle Apple-Kopfhörer. Und wenn man weiß, wie viele Kopfhörer Apple verkauft, das sind in, im zweistelligen Millionenbereich, Merkt man, Alter, da sind gerade echt viele Kopfhörer auf dem Markt, die diese Technologie schon verbaut haben oder jetzt verbaut bekommen. Aber es weiß doch keiner so richtig, was mache ich denn jetzt eigentlich damit? <laughs> das ist für mich so, so verrückt. Oh Gott, es sind so viele Kopfhörer da, aber was, was mache ich da? Ähm, ist ein bisschen riskant, weil ja, das Apple, das Bose schon äh, ziemlich auf die Klappe gefallen. Und dazu dazu komme ich gleich, dass es eigentlich äh, schon ein krasses Investment ist. Vielleicht noch kurz, um das abzuschließen. Es ist halt für die Navigation auch sehr interessant, dass das Handy weiß, weil der Kopfhörer ist ja dann meistens mit einem Smartphone verbunden. Wo schaue ich denn gerade hin? Und jeder kennt das, äh, dass man zum Beispiel von der U-Bahn oder vom Bahnhof rausgeht und dann sagt die Navigationsstimme jetzt links abbiegen und du fragst es hier, ja, ja, welches Links? Also es, du weißt nie genau, dann schaust du aufs Handy und dann fragst du dich, ja, äh, bin, bin ich hier richtig? Aber wenn das Handy auf einmal ein zweites Bezugssystem hat, eben dein Kopf und es weiß ja halt nicht genau, wohin du siehst, aber es reicht ja die Blickrichtung, könnte man eben genau... Sagen, hey, hier ist eine Navigationsstimme von links und du drehst deinen Kopf und dann sagt die Stimme, ja, und jetzt geradeaus wüsste man sofort, wohin man gehen muss. Also, so könnte man auch wirklich über Content und Musik hinaus den Leuten einen Mehrwert bieten. Und äh, naja, es macht nicht nur Apple, aber wenn es Apple macht, ist es cool, <laughs> sondern es machen auch äh, Firmen wie Beats. Die haben jetzt äh, ihre neuen äh, Earbuds, äh, da ist es drin. Yamaha hat auch gerade einen recht teuren Kopfhörer rausgebracht und Ray Ben auch gerade eine Brille zusammen mit Facebook und da geht es eher in diese Richtung Augmented Reality, dass man sagt: so, hey, man hat jetzt keinen Kopfhörer, der vielleicht ein bisschen isolierend sein kann, sondern man lässt die Ohren offen und hat in, der, in den Bügeln von den Brillen eben Lautsprecher, wo man zwar auch ein personalisiertes Erlebnis hatte. Das heißt, die Leute drumherum, die, die hören das auch wirklich nicht. Ähm, aber man kann ja sie trotzdem frei kommunizieren mit den Leuten. Also es wird lange Rede, kurzer Sinn. Eigentlich gerade schon in gefühlt jeden Kopfhörer eingebaut und immer mehr Brillen haben das dann auch, um uns allen so eine personalisierte Audio-Experience bieten zu können. Und diese Idee ist eigentlich gar nicht so neu. Und nachdem das hier jetzt ja Digital Breakfast ist, muss ich natürlich auch mal so in diesen Business-Kontext reinhören, was ist da eigentlich so passiert? Gibt es da Geschäftsfelder? Und die Antwort ist so Jein, weil Bose ist damit ordentlich auf die Klappe gefallen. Die haben das schon vor drei, vier Jahren gemacht und ihr kennt vielleicht diese. Äh, natürlich liegen sie hier rum. Bose, diese Quiet Comfort Kopfhörer, äh, die haben super Noise Canceling, aber eben auch diesen Head Tracker schon verbaut. Und das weiß eigentlich niemand. Äh, und sie haben das auch schon wieder deaktiviert. Wieso? Was ist passiert? Naja, sie dachten sich, hey, eigentlich, wie ich es gerade sage, voll das coole Medium, dass man sagt, man, man passt den Ton an die Blickrichtung an. Aber ähm, haben dann gesagt, ja, wir bauen unser eigenes Developer-Kit und ähm, bauen das in unsere Brillen ein und in unsere Kopfhörer. Und dann hatten sie irgendwie 50 Millionen als Funding für Projekte. Und das war auch leider nur auf die USA beschränkt. Das heißt, man, es gab halt so einen Fördertopf, wo man ein Projekt einreichen konnte und hat dann eben von denen Budget bekommen, um das Projekt umsetzen zu können. Und das waren dann am Ende Projekte wie. So eine Star Wars Experience, dass man irgendwie gehört hat, oh, es ist um einen herum was passiert. Man konnte mit den Sachen so ein bisschen interagieren. Irgendwie auch, es gab auch irgendwas von Game of Thrones, also schon so namhafte Sachen. Aber den Fehler, den sie gemacht haben, ist, es als Developer-Funding verkauft haben. Das heißt, es haben sich ganz viele Developer beworben, die dann eben auch mit ihrem SDK gearbeitet haben und gecodet haben und programmiert und alles. Ähm, aber sie haben sich eben nicht Gedanken gemacht, ja, was ist jetzt der Content? Und dann war es zwar eine Star Wars-Experience, aber die war einfach echt nicht gut. Also sie hat halt leider keinen Spaß gemacht. Und es ist total schade, weil auf einmal dieses ganze dieses ganze Potenzial verpufft wurde, weil halt sich nicht überlegt wurde, ja, was mache ich denn jetzt Sinnvolles? Wie kann ich eine coole Story damit bauen? Und deswegen. Setze ich mich bei meinen Projekten wirklich schon ganz am Anfang hin, so ja, wo wollt ihr überhaupt hin? Was wäre denn eine schöne Anwendung? Und nicht sagen, ja, man hat die Technik, jetzt macht man irgendwas damit. Und das ist eben, was Apple gerade ein bisschen besser macht, dass sie sagen: Hey, wir wissen, dass Content wahnsinnig wichtig ist und tun uns deswegen mit Dolby zusammen, weil die haben ja extrem viel Content in Form von Filmen und eben jetzt auch schon sehr viel Musik, weil sie wissen, wir können gar nicht genug Content produzieren und mit 50 Millionen da ein paar Projekte fördern. Ja, ist nett, aber dann hast du so eine ganz kleine selektive Auswahl. Und eigentlich wollen wir ja wirklich den Konsumenten erreichen. Und das brauchst du eben. Da brauchst du wahnsinnig viel Content. Und wer sich jetzt noch immer nicht so ganz vorstellen kann, wie klingt denn eigentlich Headtracking? Möchte ich das demonstrieren anhand eines 360-Grad-Videos. Äh, weil da sieht man auch das Bild. Und dann ist es über Kopfhörer total klar, wo kommt der Ton her. Und ich muss hier noch den Computerton freigeben und Stereo aktivieren. Und dann switche ich. Äh, wenn ich die. Ah, genau. Wenn ich das beende. Jetzt seht ihr mein Desktop und. Jetzt seht ihr einen Sonnenuntergang. Und ich glaube, ich muss noch das Video irgendwie optimieren, damit das nicht so krass zuckelt. Aber es geht ja um den Ton, deswegen. Sei es mir verziehen. Und das ist einfach ein Tourismusprojekt, was wir vor über drei Jahren gemacht haben äh, am, am Chiemsee. Also, man steht hier auf einem Stand-Up-Pedal und äh, man wird so ein bisschen durch die Gegend geführt. Und das ist eben ein super dankbares Thema für den Sound. Man hat so das coole Plätschern und man hört dann auch eben, ah, jetzt spricht gerade er oder jetzt spricht gerade sie. Und ich lasse euch mal die ersten, äh, ersten Minuten reinhören, wie das klingt. Ah. Julia, komm mit, wir zeigen dir unsere Heimat. Servus und ich bin der Flo von der Mama Bavaria. kommt's mit, wir laden euch auf eine Sonnenuntergangstour am Chimsee Ei. Schaut einmal. Hinten im Eck die Herreninsel mit dem Rosengarten. Die Sonne, die gerade perfekt untergeht. Auf der linken Seite die Graudinsel. Genießt einfach mal die Stimmung. Das ist der Wahnsinn. Ja, das ist der Wahnsinn. Äh, ich hoffe, das hat funktioniert. Ich sehe euch gerade gar nicht mehr, aber <laughs> so vom Gefühl. Ich habe in dem Moment gemerkt, dass ich meine Kopfhörer falsch rum habe, weil mein Kollege hat mir meine geklaut, jetzt habe ich seine genommen und äh, das ist das Kabel auf der anderen Seite. Aber es müsste eigentlich funktioniert haben und wenn nicht, äh, könnt ihr es euch einfach im Nachhinein anschauen. Ich, ich schmeiße euch nochmal den Link hin. Zack, und äh, hier ist die Teilnehmerliste, die sollte dir nicht sehen. Genau. Das heißt, ähm, man kann dieses Medium auch schon seit über fünf Jahren irgendwie auf YouTube laden. Das, ist jetzt, das klingt jetzt immer erst so super speziell, 3D-Audio mit Head-Tracking. Aber es gibt schon echt viele Plattformen, wo man das einfach abspielen kann. Also wie gesagt, von YouTube über Facebook die größten Social Media Plattformen. Ähm, und wie gesagt, mittlerweile ist es auch in AirPods einfach eingebaut. Also nochmal zum Mitschreiben, ich kann es nicht oft genug sagen. Es gibt wahrscheinlich bald mehr Kopfhörer mit Head-Tracking auf dem Markt als VR-Brillen und jeder weiß, das VR vielleicht doch nicht der Riesenmarkt ist, aber ein Markt mit wahnsinnig viel Wachstum, der wie ich sagen würde, die Zukunft ist, sonst würde ich da nicht rein investieren und rein arbeiten. Genau wie Facebook, die das halt auch ganz krass machen, gerade. Ähm, also super interessant. Apple macht es aber auch relativ smart, dass sie nicht nur sagen: Hey, wir bauen das jetzt random in Kopfhörer ein, sondern diese Technologie wird gerade wie man es von Apple kennt konnektiv in alle Devices irgendwie implementiert. Also man kann auch sagen, hey, ich habe zu zuha Hause ein Apple TV und ich will jetzt die fette Audio-Experience haben, aber der Fernseher hat jetzt eh nicht so den geilen Sound, wie man weiß, und vielleicht schlafen die Kinder schon irgendwie und dann connectet man einfach seine AirPods mit dem Fernseher und obwohl das wirklich nur In-Ears sind, dachte ich mir so krass, die haben echt super diesen räumlichen Eindruck wiedergegeben, es klingt wirklich so, als würde man im Kino sitzen. Also, und wenn man seinen Kopf bewegt, ist es auch wirklich, ah, der, der Ton kommt, also die Sprache kommt immer vom Bildschirm, aber um einen herum die Atmosphäre bewegt sich auch mit und es hat schon echt viel Spaß gemacht. Und wer nachlesen will, was es da schon für Verbindungen gibt, welches Gerät man verbinden kann, der kann das gerne auf meiner Homepage nachlesen. Dann, ich schaue kurz auf die Uhr, oh, dann muss ich langsam durchrushen. Äh, dann Smart Speaker. Könnten auch dabei helfen, das Thema 3D Audio eben ins Wohnzimmer zu bringen, weil dann braucht man eben nicht mehr sechs Lautsprecher, sondern nur einen. Und die sind auch super smart, dass sie den Raum selber einmessen und sogar Wandreflexionen nutzen, um einem zu suggerieren. Da kommt jetzt Ton von hinten. Also auch äh, super spannendes Thema. Und ähm, ich rede die ganze Zeit über Content. So ja, Content ist King, aber was nutzt das Potenzial dieser Technologie, wenn man gar nicht weiß, wie man das nutzt. Und dann bevor mir die Zeit davonläuft, möchte ich noch so den allerletzten Use Case zeigen, von dem ich denke, der wird wahrscheinlich euch am meisten Spaß machen, weil das hat mit Content erstmal gar nichts zu tun, aber es hat einfach einen wahnsinnigen Mehrwert für äh, wie wir miteinander kommunizieren. Und wie das klingt, zeigen hier meine österreichischen Kollegen und Kolleginnen und äh, ich spiele es einfach mal ganz kurz ab, wie könnten denn Zoom-Calls in Zukunft klingen? With many participants can be really exhausting and it feels so unnatural. Well, no surprise, the audio is on mono and each speaker is coming from the same direction. You wouldn't have that in a real conference. Ah, makes sense. Mm. I guess mm. we have to change that. If only there was a magic switch that makes it sound more natural. Hmm, what if we use 3D audio to spread out the voices a little? Yeah, we, we could just align them so that they match the position on screen. Mm, that would Good be idea. intuitive and would make it sound more natural and realistic. And it improves speech intelligibility. You could even understand two people talking simultaneously. Gut, äh, mhm. den Oscar für das beste Schauspiel bekommen sie wohl nicht, aber sie haben trotzdem ganz gut präsentiert, was man damit machen kann und jeder kennt es. Wir hocken jetzt ständig, täglich stundenlange Zoom-Calls und der Ton kommt die ganze Zeit nur aus der Mitte und spätestens wenn wenn Halt, viele Leute drin sind, ist es wahnsinnig schwierig zu differenzieren. Ja, wer spricht denn da jetzt eigentlich? Und es ploppt zwar dann irgendwie das Bild kurz rein und dann verschwindet es wieder, aber es ist jetzt nicht wie das, was wir aus der Realität kennen. Ich meine, in der Realität talkt man vielleicht an einem runden Tisch und man hört, jemand ist von links und jemand von rechts und jemand vorne links und vorne rechts. Und diesen Eindruck wiederzuspiegeln in einem Zoom-Call würde eigentlich total viel Sinn machen. Trotzdem ist irgendwie noch niemand so wirklich auf die Idee gekommen. Es wurde nur angekündigt, dass Facetime eben auch Apple, haha, äh, sagen, die wollen das jetzt auch implementieren, weil die merken so, hey, das ist dann viel weniger ermüdend, weil das Bildet eine reale Gesprächssituation ab, dass du einfach mit einer Person redest und du hörst, wo sie sich gerade akustisch befindet. Ähm, und ich glaube, Clubhouse hat auch angekündigt, die wollen das in ihren Audio-Rooms äh, auch implementieren. Und es ist nur eine Frage der Zeit, ganz ehrlich, bis äh, jeder andere Skype, Zoom und, und wie sie alle heißen, danach ziehen wird. Also, ähm, ich habe das letztes Mal gesagt und kurz nachher kam die Ankündigung mit Facetime. Deswegen, mal schauen wir als nächstes? Kommt <laughs> Aber denke ich, ist für euch eine super spannende Anwendung, wo, wo wirklich 3D-Audio im Alltag genutzt wird und nicht so als, hey, hier ist Entertainment oder hier ist Film und Games und was auch immer. Und genauso ist es mit dem Metaverse, das, das, das spare ich mir jetzt alles, das ist ja ein Hype-Word, da könnte man auch schon einen ganzen Talk drüber machen. Aber natürlich ist auch da die Kommunikation sehr wichtig, dass man weiß, okay, wer redet eigentlich mit einem. Man kann auch den Ton nochmal ganz anders nutzen, dass man wie so private Hörzonen hat, wo man reingeht und dann hört man nur seinen Gesprächspartner, und dann geht man wieder raus, dann hört man die ganze Location. Also da kann man wirklich auch den Ton virtuell komplett neu denken und muss sie nicht unbedingt realistisch machen, sondern eben so, wie er zur Anwendung am besten passt. Da ist auch noch ein, genau, wenn Zeit, <laughs> habe ich mich mal eingeklammert, es ist keine Zeit. Ähm, deswegen vielleicht ein ganz kleiner Ausblick, was zu die Zukunft ich denke smart speaker soundbars die sind immer mehr in, im ganz normalen Haushalt zu finden sind super dankbare Plattformen, weil die haben mehrere Lautsprecher verbaut und Mikrofone. Also da kann man sehr schön mit dem Raumklang arbeiten. Dann eben Videocalls, wie ich es euch gerade gezeigt habe. Und allein diese Hearables, also diese AirPods Pro, nennen wir sie mal, oder Earbuds, die sind so smart mittlerweile, dass sie eigentlich mit Hörgeräten schon mithalten können. Also eigentlich sind sie fast cleverer als ein Hörgerät, äh, weil sie mit einem Smartphone verbunden sind und können dann eben nochmal viel mehr den Ton personalisieren, dass Störgeräusche rausgefiltert werden, die Sprache aber angehoben wird. Die sind jetzt schon sehr gut und in Zukunft werden die einfach noch viel besser. Und ich finde es super, dass die Hörgeräteindustrie die schweineteure Geräte baut. Aber irgendwie, ich habe es auch meiner Oma gesehen, wo man dann so Batterien wechseln muss und alte Menschen haben jetzt vielleicht nicht so die Feinmotorik, da kleine Batterien in noch kleinere Geräte reinzubauen. Und das wird sich zum Glück alles ändern. Und auch da kann man sehr tolle Anwendungen schaffen für 3D-Audio. Und objektbasiertes Audio. Ich kürze es ganz kurz ab, ähm, es wird einfach personalisierter, dass man sich aussuchen kann bei einem Film, so hey, die Musik ist mir irgendwie zu laut, so dann mache ich sie ein bisschen leiser, weil aktuell man kann ja nur den ganzen Film lauter und leiser machen, nicht in die Audioobjekte eingreifen, aber stellt euch vor zum Beispiel, ihr schaut Fußball und ihr wollt den Kommentator nicht, so dann könntet ihr das Audioobjekt Kommentator vielleicht einfach stumm schalten, aber ihr habt trotzdem die Stadionatmo und... Da wird es in Zukunft hingehen, dass man sich so mein, sein personalisiertes Erlebnis für zu Hause schaffen kann. Und ähm, es wird super spannend. <laughs> heißt, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, Audio, 3D-Audio klingt erstmal sehr nischig, aber wie ihr jetzt hoffentlich gesehen habt, kann man da wahnsinnig viele Use Cases in wirklich undenkbaren äh, Anwendungsbereichen, in unterschiedlichen Branchen machen. Und dadurch dass 3D-Audio so ein. Querschnittsthema ist, kann man wirklich an jedem Bereich andocken und sich dann nochmal fundamental überlegen: hey, wie kann ich da eigentlich mit Sound arbeiten? Finde ich super spannend, deswegen mache ich auch nichts anderes. Wer das nachlesen will, kann das auch auf meinem Blog machen. Da schreibe ich sehr regelmäßig und versuche wirklich runterzubrechen. Weg von der Technik, wirklich zu zeigen: hey, was sind für euch Anwendungsfälle? Wie kann man das cool nutzen? Und wer Kontakt mit mir aufnehmen will, kann das hier gerne machen. Und damit wäre ich mit meinem Vortrag am Ende. Dankeschön. Martin, vielen, vielen herzlichen Dank. Äh, großartig. Ähm, ja, wir haben ja gestern, äh, vielleicht noch zur Einleitung der Fragerunde, wir haben ja gestern schon so ein bisschen ins Unreine gesprochen und auch ein Speaker ähm, vom, vom Digital Breakfast äh, hat festgestellt, er arbeitet am besten in so Cafés. Er ist so ein LinkedIn-Spezialist und er hat sich jetzt seinen Traum verwirklicht und äh, Ab März hat er einen Mietvertrag in München und will da eine Espresso-Bar aufmachen. Äh, Espresso-Bar in Richtung Coworking. Und wir haben auch ein neues Format beim Digital Breakfast. Das heißt, wir werden da ein Digital Breakfast-Pop-Up machen. Ja, wir werden dann bei ihm vor Ort sein. Und der Martin hat gesagt, er kommt dann vorbei und dann werden wir das Ganze wahrscheinlich. Als Test in 3D-Audio dann mal übertragen. Also, das so als kleines Schmankerl äh, für die Spinnereien, die wir so vorhaben. Also, erstens trinke ich auch gerne italienischen Espresso und so weiter. Und dann äh, sind wir dann auf jeden Fall äh, unterwegs. Werden wir natürlich dann auch äh, entsprechend ankündigen. Ja, also vielen, vielen herzlichen Dank. Ich denke, das ist schon. Äh, eindrucksvoll, wenn man das mal hört, was da alles geht. Ja? Und ähm, vielleicht gucke ich mal kurz in den Chat. Die anderen können sich gerne noch ja, fragen. Da sind Fragen. Noch fragen ich, überlegen. ich kann gerne drauf genau. eingehen. Äh, da, ist, da war noch eine Frage zwischen zwischendurch zu dem 8D-Audio. Genau. Auch da habe ich einen kompletten Artikel geschrieben. Wieso funktioniert das so gut? Was finden die Leute so toll daran? Ähm, ich würde sagen, 8D-Audio ist so ein Spezialfall von 3D-Audio, weil was halt 8D macht, wie gesagt, das kreist die ganze Zeit um den Kopf und das. Es funktioniert, aber es macht eigentlich nicht so viel Sinn. Also es ist auch sehr ermüdend irgendwie auf Dauer. Aber ich finde, man kann dem viel abgewinnen, weil hey, das hat Millionen von Views online und Leute finden das irgendwie toll. Und für mich heißt das letztendlich, die Leute haben echt Bock darauf, 3D-Auto zu hören. Aber dadurch, dass es noch keinen guten Content gibt, gibt es halt gerade irgendwie fast nichts Besseres als Musik, die um den Kopf kreist. Deswegen würde ich so als ja, Unterkategorie von 3D nennen und 8D, das klingt erstmal so wow. Ich habe immer, ich habe mehr D als Du, aber äh, es, es ist dadurch jetzt nicht besser, nennen wir es einfach 3D, ähm, würde ich da einordnen. Äh, aber der Content muss doch entsprechend vorliegen und erstmal produziert werden. Ich glaube, das bezieht sich auch noch auf die, äh, auf die Musikgeschichte. Ähm, ja, es ist aktuell so, und ich war letztens auf der Tonmeistertagung und da wurde sich auch so ein bisschen drüber äh, ausgekotzt, Entschuldigung, weil man einerseits so diesen Hype hat von Dolby, die das pushen und sagen, hey, wir haben gerade Musik revolutioniert, wir machen dies und das und alles wird besser, äh, aber dann, wenn man mal so ein bisschen hinterfragt, merken sie, oh, also bei den Konsumenten kommt es noch nicht wirklich an, die hören zwar, okay, jetzt kann ich meinen Song nochmal in 3D hören, aber selten klingt dieser Song wirklich besser, er klingt irgendwie Räumlicher, aber wie gesagt, da weiß noch kein Mischtonmeister so also wirklich, ja, was, was, wie, wie lasse ich es denn besser klingen? Man hat eben dieses Bottleneck mit den Kopfhörern, weil die Songs werden alle mit Lautsprechern gemischt und diesen Klangeindruck auf einmal runterzubrechen auf Kopfhörer ist schon schwierig. Und ähm, ja, es liegen einfach nur Stereo-Recordings äh, in den allermeisten Fällen vor. Das heißt, man hat vielleicht die Stimme sogar nur als Mono und dann die Gitarre irgendwie als Stereo. Aber wie verteilt man solche einzelnen Objekten im Raum, dass es auch irgendwie funktioniert? Und ich sage immer, deswegen, man müsste eigentlich noch einen Schritt zurückgehen und sagen, bevor ich einen Song produziere oder sogar komponiere, sollte ich mir überlegen, wie macht denn das Arrangement in 3D-Audio überhaupt Sinn? Und das stellt sich für mich gerade so ein bisschen raus, dass so eine klassische Bandbesetzung einer Rockband mit Schlagzeug, Gitarre. Bass und Sänger in 3D irgendwie nicht funktioniert, weil es ist wie als hättest du so ein Loch und irgendwie ja, dann stellst du das Schlagzeug jetzt in die Ecke und die Gitarren irgendwie links und rechts und keine Ahnung, das ist super schwer zu sagen. In Stereo weiß man, da war das ja am Anfang auch so, dass man den Bass mal ganz nach links getan hat. So die ersten Stereo Mixe klangen auch richtig schlecht, aber dann hat man mal geschaut, okay, wie funktioniert das und ich glaube, da bewegen wir uns gerade hin, aber ob es reicht, dass dann Stereo ähm, wirklich äh, ja reicht, um da einen 3D-Mix draus zu machen, denke ich nicht. Aber dadurch, dass das Thema so Fahrt aufnimmt, gerade würde ich behaupten, dass da viele Künstler auch wirklich Bock haben, sich nochmal hinzusetzen und zu sagen, ja, wie müsste denn Musik in 3D klingen? Und ich glaube, da ist so ein bisschen äh, der Sweet Spot begraben. Äh, ist das ein Kommentar oder eine Frage? Ähm, Uli, was hast du mit, mit Clubhouse gemeint? Ähm, da wollte ich nur kurz sagen, ähm, das gibt es seit einem halben Jahr schon ungefähr, dass deren Veranstaltungen ähm, irgendwas binorales passiert da Was genau sagen sie nicht oder kann man schwer nachlesen? Mhm, einfach, okay, alles klar. Genau das, was ähm, Martin auch in seiner Demo gezeigt hat. Ja. Mhm. ja ich cool. also ich bin auch ab und zu bei Clubhouse, aber wird ja irre, ja. Das ist ja genauso wie bei einer, früher bei einer Telekonferenz, wenn dann mehr als äh, drei Leute in der Telefonkonferenz sind, da weiß man gar nicht, der blubbert jetzt, ja. Vor allen Dingen, wenn man die Leute noch nicht äh, hier irgendwie zuordnen kann von der Stimme. Ja. <laughs> ähm, Uli, weißt du, also hast du es auch mal ausprobiert und weißt du, wie das so ankam bei den Leuten? Weil das würde mich halt immer interessieren. Okay, jetzt gibt man den Leuten 3D-Audio, aber wie finden sie es eigentlich? Da hat man eigentlich viel zu wenige Informationen. Also, ich kann nur von meinen Erfahrungen berichten. Also, ich weiß nicht, ob es da um, Erhebungen gibt. Ähm, ich finde es interessant, weil man, wenn es mehrere Sprecher gibt, die schon auf einer Bühne irgendwie aufgereiht hat, um, und aber dadurch, dass also wenn ich bei Klappers was höre, ich weiß eh nicht, wer da gerade spricht und ich kenne die alle nicht, deswegen kann ich sie auch nicht an, an ihrer Stimme, äh, nicht an ihrer Position aha. erkennen. Um, es ist ein Gimmick, ob sich das durchsetzt oder ob das wirklich einen Mehrwert bringt für die Sprachverständlichkeit, keine Ahnung. Mhm. Interessanter Punkt, ja. Die andere, vom Roman, hast du das gelesen? Ich habe es ja. gelesen, das, das beschreibt nochmal sehr gut, was ich schon angeteasert habe, was da Bose... Ähm, wieso sie sich da vielleicht ein bisschen verzettelt haben und auch schon sehr früh tatsächlich dran waren äh, mit der Technologie? Ähm, sonst lest es euch einfach selber kurz durch. Also ich war ähm, vor, vor, haben wir auch in einem Vorgespräch äh, gesprochen. Ich war vor Jahren, war ich mal in so einem Bose-Shop, da haben sie diesen Fer Fernseher vorgestellt. Ich glaube, das war auch dann, jetzt würde ich sagen, 360 Grad Audio. Und äh, dann habe ich mich, habe ich da Musik angehört und so weiter. Und dann hat er mich gefragt, ja, was ich denn glaube, äh, wie viele Lautsprecher wir haben im Raum. Ja, und dann habe ich gesagt, naja, vielleicht 16 oder so, ja. Und äh, da war dann auch nur die vorne die Soundbar, war alles, kam alles von vorne, was da Martin vorhin auch schon gesagt hat, ja. Äh, ich bin dann ausgegangen, war total geflasht, ja. Sag, wir müssen so einen Fernseher kaufen, 8000 Euro, ja. <laughs> hat meine Frau gesagt, trink erstmal einen Kaffee, ja, ähm, komm mal zur Ruhe. Ähm, also äh, da, da, das ist halt immer das, wenn man, wenn man äh, so nach dem Motto wasch mich aber mach mich nicht nass ja also wenn ich wenn ich keine Verbreitung habe von der, von, von der Technologie von, von der Anwendung ja dann bin ich halt in der Sackgasse ja und das hat Bose jetzt äh, erlebt ähm, und ähm, das ist deswegen des, das hat mich so das hat mich auch so beeindruckt als der Martin mir erzählt halt dass zwei Millionen äh, zwei, eine zwei, zweistellige Millionen an AirPods und so weiter draußen sind, das müsst ihr euch mal überlegen. Die Technologie ist da. Die Technologie ist flächendeckend da und jetzt, jetzt kommen quasi die Anwendungen hinterher. Und das kann das kann rasend schnell gehen in meiner, in meiner äh, meiner Wahrnehmung. Ähm, also, wenn ich mir das überlege, das ist so, äh, als ab, als ob wir alle Ölkännchen schon hätten, ja. Also, wenn man so vergleicht, ja. Also wir haben alle oder Öllampen, wir haben alle Öllampen, ja, und ähm, ja, also das ist, ich glaube, das ist ein unheimlich cleverer Schachzug vom, von der Vermarktung. Ja, dass man es ja. einfach jetzt schon verbaut, weil man kann es machen, Es scheint nicht der krasse Mehraufwand zu sein, die Geräte sind ja eh teuer, dann sind sie halt in der Produktion ein bisschen teurer, genau. aber es kann halt sein, dass diese wirklich Anwendungen, wie ich sie gerade genannt habe, mit Navigation, das kommt jetzt alles erst, aber man kann halt so mit einem Fingerswitch so von heute auf morgen so ganz magisch sagen, hey, wir schalten das euch Stück für Stück frei und ihr habt die Geräte alle schon zu Hause da liegen, das ist glaube ich so ein bisschen die Überlegung. Aha. Genau. Ich und dann kann mir vorstellen, dass es bei Audio auch einfacher ist, diesen Content äh, an, an den Mann oder die Frau zu bringen, als damals bei den 3D-Fernsehern. Wer sich noch daran erinnert, als die aufkamen, äh, jeder wollte auf einmal einen 3D-Fernseher haben und die sind dann irgendwie, irgendwie leisen tot gestorben, weil es den Content dafür nicht gab. Mhm. Sehr genau richtig. Ich denke, dass das ist hier einfacher. Also ich, ähm, es gibt A halt die, die Inhalte oder die Anwendungen, wo man halt diese Effekte live drauf anwenden kann, zum Beispiel hier ja, also Videokonferenz, wo ich die Sprecher verteile. Und ich denke auch, äh, dass es der, der Verständlichkeit und diesem Zoom-Müdigkeit entgegenwirken kann. Ähm, und bei Filmen. Naja, muss man mal sehen, wann, die, wann die, äh, die KI so weit ist, dass sie sagt, okay, der eine Sprecher steht jetzt weiter rechts am, auf dem Bild, also platziere ich den auch ein bisschen weiter rechts. Äh, wenn man mal irgendwann äh, komplett äh, objektbasiertes Audio hat, das ist auch das, äh, was wir da bei Bose damals gemacht haben, ähm, wenn man mal komplett objektbasiertes Audio hat, wird es viel leichter, die Soundquellen zu platzieren. Aha. Ja, das ist das Gute, das mag ich an dem Ton, dass man muss nicht gefühlt jedes Jahr sich wie die Kameraleute eine neue Kamera kaufen, weil es irgendwie drei mehr Pixel gibt oder so, sondern beim Sound, man Kopf sich ein Kopfhörer und man weiß, hey, in zehn Jahren kann ich den immer noch nutzen. Aber wie dann der Content äh, wiedergegeben wird, das wird sich ändern. Und das kann man zum Glück äh, sehr einfach dann distribuieren, sagst du richtig. Ich glaube, das ist so dieser riesige Unterschied. Mhm. Super. Also ich habe mir, hab mir noch aufgeschrieben äh, bei deinem Vortrag, du hattest das Stichwort Hubschrauber, ja. Ich weiß nicht, äh, die, die ältere Riege äh, ist da ein Kriegsfilm, aber äh, war, damals, war damals hoch im Kurs, Apokalypse Now, ja. Ich weiß nicht, wer den Film noch kennt, ja. Und äh, meine Eltern haben sich immer wahnsinnig aufgeregt, weil ich natürlich diese Flug, äh, this is the end, ja, von The Doors. Und ich habe dann immer äh, von der Pulle mit meinen Boxen. Ähm, dann diesen Stereo-Sound ähm, quasi erleben lassen im ganzen Haus, weil es natürlich auch ein unheimlicher Bass war. Ähm, und äh, das fände ich, fänd ich schon cool in, 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 ähm, in 3D-Audio. Oder genauso auch der, für mich auch so, so ein Klassiker Jurassic Park, ja, wenn der, wenn der Dino von hinten kommt, ja. Und das Dolby Surround war schon ganz cool, ja. Und mh, wenn man da noch einen draufsetzt, ähm, fände ich, fänd ich schon. Fände ich schon äh, hochinteressant. Also, wir haben ja richtig, da ist richtig was los hier, finde ich gut. Also, <laughs> zu Recht. Ähm, ja, zu Recht. Also, mein, mein Aufruf auch hier in die Runde: Wir suchen auch immer wieder Speaker. Wir können auch gerne mit diesem, mit diesem Thema äh, noch weitermachen, weil ich das auch sehr, sehr spannend finde. Also, wer Interesse hat ähm, oder jemand kennt, einfach, einfach ganz unkompliziert äh, bei, bei mir melden. Ja, ähm, also, wir haben so. Auch so, ich nenne das Themenschwerpunkte, ja. Äh, und vielleicht ist ja wirklich das Thema Audio in Zukunft ein Themenschwerpunkt äh, beim Digital Breakfast, ja. Genau, was, was wollte ich noch sagen? Pop-up habe ich gesagt, da informieren wir euch. Ähm, Speaker-Aufruf habe ich gemacht. Ähm, ich habe äh, Newsletter, habe ich auch mal in den Chat, wer, wer, wer Interesse hat, da äh, kommen immer die nächsten Veranstaltungen, ein paar Insights, da kommen die Aufzeichnungen mit Link und so weiter. Äh, einfach einfach anmelden. Und was wir auch jetzt neu haben, äh, wer Interesse hat, äh, wir stellen auch Teilnehmerzertifikate aus von den Digital Breakfasts. Ja, das ist jetzt neu. Äh, einfach äh, mir, mir auch. Ähm, Schicken Name und Adresse und so weiter. Und dann ähm, machen wir das, schicken, schicken wir euch ein Teilnehmerzertifikat zu, dass ihr, dass ihr euch befähigt habt und mehr wisst wie einer, der nicht dran teilgenommen hat. Das ist ja das, was wir hier machen. Äh, vielleicht nochmal ganz kurz unser Claim, äh, Inspiration, Befähigung, Networking. Das ist unser Ding. Gut. Ähm, sind noch Fragen? Ja, interessant. Ähm, genau. Ich darf mich recht herzlich bei euch bedanken. Schön, dass ihr da wart. Hat wieder Spaß gemacht. Ja, also ich finde es auch, ähm, wie gesagt, bei den Spezialthemen. Also ich habe ja das Glück, muss ich sagen. Ich bin ja bisher bei allen dabei und ähm, ich habe mir jetzt auch angewöhnt, ich mache immer meine drei Highlights äh, von jedem und werde in Zukunft wahrscheinlich dann auch so ein Jahrbuch rausbringen von allen 100 Breakfast dieses Jahr. Mit meinen drei persönlichen äh, Nuggets, die ich rausgezogen habe. Ja. Ähm, also, das ist so ein bisschen so ein Hobby, was ich dieses Jahr angefangen habe. Ich wollte es vielleicht auch no noch rückwirkend machen für letztes Jahr, aber 50, 50 Folgen nochmal durchdenken. Also, da habe ich mich dazu entschlossen, lieber nach vorne zu schauen. Ich glaube, das ist dann auch sinnvoller und äh, mache das jetzt so mit. Ähm, vielleicht noch ein, ein Hinweis äh, in, in eigener Sache. also ich habe früher gesagt, ich mache nur einen Vortrag pro Jahr. Da hatten wir aber noch äh, selber zwölf äh, Digital Breakfast gemacht. Jetzt machen wir 100. Deswegen mache ich vielleicht auch zwei, drei Vorträge. <laughs> Und ein, einer ist nächste Woche ähm, äh, mit einem sehr provokanten <laughs> Titel. Der heißt Kill Your Website, Use äh, Webshop Instead. Ja, da werde ich also auch mal zeigen, wo die, wo die Richtung hingeht. Also schmeißt eure Webseite weg. Also eine, eine Stunde werde ich euch da betanken und werde euch sagen, warum ihr einen Webshop braucht. Also wir haben das seit zwei Jahren im Einsatz bei uns, haben WordPress abgeschaltet. Also wird vielleicht für den einen oder anderen ganz spannend sein. Ich ähm, würde jetzt den offiziellen Teil gleich beenden. Äh, wer noch Lust hat, äh, wir haben noch mal äh, Kaffeetische. Also ich mache dann immer Breakout-Sessions, wo nach dem Zufallsprinzip drei Leute zusammengemixt werden. Wer noch Lust hat, kann gerne bleiben. Wir machen das dreimal fünf Minuten. Da könnt ihr euch einfach ganz unkompliziert ähm, nochmal austauschen, damit das Networking auch nicht ähm, zu kurz kommt. Bei allen anderen bedanke ich mich. Schön, dass ihr da wart. Gute Zeit, bleibt gesund und munter, bleibt uns treu und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss.